Ja, weiter geht es mit Let's Play Diablo Hellfire. Wir sind hier in der vierten Ebene der Krypta. Wir haben in der letzten Folge neben dem fehlenden Segment in der dritten Ebene noch diesen großen Raum hier erkundet und diese Ebene vor, ja, diesem Raum, wo wir jetzt stehen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, außer dieses Buch Schalterrätsel da vorne, hier sehen wir noch die versiegelte Tür, bleibt diese Tür hier. Diese werden wir jetzt auch öffnen und ich ahne Schlimmes. Das sieht schon wieder so weitläufig aus. Nette Begrüßung. Hey, hier ist die Tür. Siehst du, der nicht? Der trifft uns von da. Das ist so dumm. Weil wenn wir aus so einem Winkel attackieren, Entschuldigung, das ist direkt im Anschluss an von der letzten Folge. Wir haben diesen Luxus nicht, dass wir um Ecken schießen können. Aber die Lichtschweiße, dann ziehen die uns auch noch schön das halbe Leben ab. Na, natürlich, der Glenwan, der kann ja mal sterben. Für die Quote. So. Alles klar. Nehme ich die wieder mit? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die viel Geld geben wird, weil wenn jetzt so zum, ich sag mal, Schrotthändler geht und ihr habt so eine vollplattende Rüstung, die gibt doch bestimmt mehr Gold als so ein einfaches Schwert oder sowas. Da ist doch mehr Metall rauszuholen. Also nach meiner Logik, das muss überhaupt nichts bedeuten hier in diesem Spiel. So, das dahin, dahin, dahin. Nee, sonst kann ich nichts weiter stapeln. Okay. Das heißt, mit gezücktem Schwert und Schild gehen wir hier rein. Ah, wir können nur geradeaus weiter. Durch diesen Torbogen. Ah, da haben wir wieder so einen zweiköpfigen Affenmenschen. Ein Biklops. Wenn die KI den Weg mal finden würde. So. Das ist interessant, wenn man den hört und man hat das direkt auf den Kopfhörern, dann hört man, wie Schreie aus dem linken und aus dem rechten, aus der linken oder rechten Ohrmuschel kommen, beziehungsweise beim Stereo würdet ihr hören, es gibt einen Ton links und rechts. Das ist interessant, weil die ja zwei Köpfe haben. Das ist schon lustig. Also, finde ich zumindest. So. Das sieht sehr gefährlich aus. Wir haben hier einen offenen Raum und von hier können auch noch Gegner kommen und ich befürchte mal wieder Schlimmes. Das ist ja schon mal ein guter Start. Ich wünschte, ich könnte auch eine Sense schwingen hier. Ja, nicht gehen. Ach Mist, ich habe den Shift für den Heiltrank losgelassen. Und dann wandert Horst einfach mal so durch den Raum. Ganz losgelöst. Man ihn einmal von alleine lässt. So. Alles klar. Dich haben wir auch. Puh. Nein. Ah, nicht kaputt machen. Bogen. Huch. Dann machen wir halt so. Treffen den nicht, ne? Das ist so doof. Ich weiß überhaupt nicht, wann wir die treffen. Also ich krieg das Feedback nicht mit. Ich weiß nur, die fressen eine ganze Menge Heiltränke und deswegen hasse ich die. So. Erstmal speichern. Alles klar, auf zum Gold. Ganz schön leichtsinnig, was ich hier gerade mache. Oder auch nicht. Sehr schön. Ich will eigentlich erstmal hier lang, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gerade nur wegen dem Licht nochmal zurückgegangen. Okay, es ist ein leerer Raum. Was sollte es auch anders sein? Also entweder wir haben hier richtig, also wenn die Monster ein bisschen anders verteilt wären, ein bisschen verteilter wären, auch in solchen großen Räumen hier, dann wäre die Dichte an, ach ist auch egal, was erzähle ich da.
Da wäre das Spiel um einiges angenehmer. Gerade der ständige Wechsel von Nah- auf Fernkampf, das ist halt der Riesennachteil des Kriegers. Der ist so ziemlich... Der ist so ziemlich hinterher, was das angeht. Also ziemlich aufgeschmissen. Okay, die Fullplate habe ich bestimmt irgendwo abgelegt. Ich weiß nur nicht wo. Wahrscheinlich hier drin. Ah, Gott. Erstmal Bodypull, den ganzen Raum holen, weißt du? So, ich will hier hin. Um schon mal die Nahkämpfer aus... zu merzen. Na super, jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich. Geh mal hier hin, während ich die Waffen wechsle. So, Hauptsache ihr bleibt in Treffreichweite und nicht hinter irgendeiner komischen, hinter irgendeinem komischen Winkel oder sonst irgendwas. Alles klar, gut. Die haben wir, das heißt, ich rüste mal das hier wieder aus, nehme die Plattenrüstung, die müsste hier liegen. Und gehe mal kurz wieder in die Stadt. Denn wir brauchen wieder ein paar Heiltränke. Ah, schade, dass wir nicht so einen Alchemietisch auf dem Rücken haben. Dann können wir uns die nämlich mitten im Kampf brauen. Das wäre echt toll. So, etwas zu identifizieren haben wir nicht. Nee, es waren alles nicht magische Gegenstände. Ah, Sell-Items. Einmal ein Held. Der gibt gerade mal 10 Gold. Was ist das denn? Guck mal hier, das Schwert. Das gibt nur 70 Gold. Ja, immerhin die Fieldplate gibt 1450 Gold. Sehr schön. Die Sachen behalte ich. Dann reparieren wir noch einmal großzügig. Ich bin echt froh, dass wir erst einmal eine Notreparatur machen mussten. So. Was wollte ich noch? Genau, zum Heiler. Eben wieder ein bisschen die Vorräte auffrischen. Huch. Also das Spiel nimmt es auch ganz genau mit dem Mauszeiger. Also ich kann nicht hier klicken zum Beispiel oder hier und dann, ich muss hier wirklich präzise auf die Schrift klicken. Ich habe übrigens auch gesehen, wir haben hier das ganze Gold gelassen, ne, wegen den Elixir of Strength. Da hat er schon wieder welche von und von der Magic. Ah, aber ganz ehrlich, das war mir doch ein bisschen zu teuer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es sich wirklich lohnt, die Teile noch zu holen oder nicht. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr holen. What ails you, my friend? Aber ich denke, das Gold ist in in Healing Potions besser angelegt. So, zack. Ja, schon besser. Gut, das hätten wir. Ich würde so gerne in einen Helm tragen. Ich glaube, der hätte uns das Leben ein bisschen leichter gemacht. Aber nun gut. So, wir müssen hier runter. Durch diese Tür. Was sich hinter der Tür verbirgt. Tod. Oh, schnell, schnell, schnell. Ja, kommt ruhig rein, Kollegen. Nummer 1. Wo sind jetzt die anderen? Oh, das ging schnell. Habe ich denn gespeichert wahrscheinlich? Ah, okay. Dann machen wir das nochmal. Da war ich ein wenig unkonzentriert. Aber ich meine, wissen wir jetzt, dass da Lichts hinter sind. Das heißt, ich kann eigentlich direkt den Bogen ausrüsten. Vielleicht diesmal ein bisschen eleganter. So, denn das mit den... Die haben mega reingehauen. So. Mal gucken, ob ich die von hier kriege. Jawohl.
Ah, sehr schön. Gut. Schön die Heiltränke nachlegen. Und weiter geht die Journey. In diesen Raum. Können wir hier durch? Womit habe ich das eigentlich verdient? Man könnte hier ein bisschen Schießbude spielen. Das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Ich glaube, das klingt gut, ne? Jawohl. Zumindest einer. Aber das war mehr als einer, oder? Ich will den Teddy gewinnen. Los, stirb. Ja, wir sind da keine Bogenklasse, ne? Das merkt man. Mal mit zwei Schlägen mit unserem Schwert liegen die. Ich wollte halt nur schauen, dass da kein Licht mehr ist. Kann ich hier durchschlagen? Nee, leider nicht. Na, kommt. So, das war Nummer 1. Nummer 2. Und speichern. Puh. Anstrengend, Leute. Anstrengend. Ich glaube, die Krypta war bis jetzt das nervenzerreißendste oder das ist der nervigste Abschnitt, den ich hier in dem Spiel bisher hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar hatten wir in der Cave und so auch Fernkämpfer, die ständig weggelaufen sind. Aber ich meine, es war nicht so extrem. Ich weiß, dass später noch diese Höllen-Magi-Dinger da kommen. Aber da geht es wenigstens mit der Hauptstory weiter. Ach, jetzt fall zu Boden. Warum braucht der so viel? Ja, wahrscheinlich haben wir nicht getroffen. So, weiter geht's. Mit dem Bogen. In der Hand, da ist eine Tür. Ach, shit. Ich habe auch immer die falschen Waffen, ne? Aber das ist echt ein 50-50 Glücksspiel hier. Welche Waffe ich als nächstes brauchen werde. Aber ich bin zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben. Na, komm ran. Na, komm, einen noch. Genau, dann spritzt sein Kopf weg. So, Gut, man könnte natürlich auch ein bisschen mehr ausweichen mit dem Charakter, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr das mal selber spielt, das merkt ihr selber, die Steuerung ist ziemlich hakelig und nicht state of the art. Ist ein bisschen schwierig. Also sehr viel Reaktion. Da war doch irgendwas. Da! Ah. Wir machen erstmal die. Grottenaussetzer? Wir treffen den von hier nicht. Aber jetzt gehen die Pfeile zumindest visuell durch. Okay. Ich meine aber, dass da noch ein B-Klops war. Das waren noch drei Stück, oder? Ah! Das waren noch viel mehr. So, jetzt aber erstmal. Erstmal den Bogen ausrüsten. Und hoffen, dass ich treffe. Warum treffe ich den hier nicht?
jetzt treffe ich ihn. Das ist seltsam. Oh, erstmal speichern, damit es nicht zu schmerzhaft ist. Auweia. Einer weniger. Oh, ich wollte da... Ach, Quatsch. Horst, was machst du? So. Na, ich wollte ihn nämlich ein bisschen hier aus der Reserve locken. Weil sonst wird das nichts. Alles klar. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zeit wieder, das hier zu reorganisieren. Meinetwegen auch nochmal speichern. Denn was wir gespeichert haben, bleibt erstmal am Fortschritt bestehen. Ah, ist da wieder ein Nahkämpfer dabei. Ich krieg die Krise. So, Nummer 1. Alles klar, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Nahkämpfer. Wo sind sie? Da war doch gerade irgendwas Blaues. Ah, haben wir schon aufgenommen. Eine Gothic Plate mit 56 Armor. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das war's mit dem Licht, oder? So, zack. Nice. Na, nein, Oh nein! Das ist doch nicht möglich. Wo kommen die denn jetzt schon wieder angeeiert? Na, wenigstens du kommst hier angeschissen. So, schnell den Bogen wieder ausrüsten. Ich pack das mal hier hin. Das wäre nett, wenn da irgendwas Nützliches drauf wäre. Dann könnten wir überlegen, ob wir die Veil Armor, die ja ein bisschen in die Jahre gekommen ist jetzt, ob wir die mal austauschen. Jawoll. Alles klar. Oh. Oder auch nicht. Da unten kamen die her. Seht ihr? Aber nur einer. Ein Longbow, nett. Das können wir später alles verkaufen. Das gibt bestimmt gut Asche. Gerade diese magischen Sachen. Hoffe ich zumindest. Okay, hier ist schon wieder nichts drin. Wieder ein leerer, verschwendeter Raum. Okay, was haben wir hier? Eigentlich noch, oder? Nee, das war's. Das war's. Wir haben die vierte Ebene erkundet. Ich fahre kurz die Ränder ab. So einmal im Uhrzeigersinn. Ob ich nicht noch irgendwo eine Tür übersehen habe. Nee, das war's. Das heißt, wir können uns jetzt dem Rätsel hingeben. Da lacht doch noch irgendwas. Oder war das die Tür? Bin ich sicher. Gut. Das heißt, wir müssten uns jetzt dieser mächtigen Bestie stellen. Die Frage ist, soll ich mir vorher noch ein paar Heiltränke zulegen oder nicht? Ah, wenn ich das immer wüsste, was der beste Weg ist. Ich habe doch gar keine Ahnung, ey. Ich bin auch nur ein Krieger, der das Übel abwenden möchte, aber kein Strategieberater. Sonst hätte ich ja den Magier wahrscheinlich gespielt. Okay. Gut. Dann war's das für diese Folge. Und ich bin schon gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht mit diesem Rätsel hier und was für eine Bestie sich dahinter verbirgt. Und ob wir das Ganze natürlich überleben werden. Ansonsten würde ich sagen, haben wir in der nächsten Folge hoffentlich die Krypta abgeschlossen. Das ist doch auch schon mal ein Fortschritt. Und dann können wir uns dem Hauptspiel wieder widmen, indem wir uns
durch die Spalte hinab in die Hölle begeben. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Diablo Hellfire. Also, bis dann.